Boys and Girls, ich freue mich so sehr, dass ich einfach gerade dieses Video machen kann. Ich entschuldige mich übrigens für den beschissenen Ton, aber das im Hintergrund ist unsere neue Wohnung. Und hier steht noch so wenig drin, dass es so am Hallen ist. Und ich bin gerade super aufgeregt, weil ich war ja jetzt wirklich sehr lange nicht da. Für diejenigen, die es nicht wissen, einige haben es ja mitbekommen, ich wurde operiert und konnte einfach jetzt sehr, sehr viele Wochen nicht stehen und nicht sitzen, jedenfalls nicht vernünftig. Und deswegen habe ich das mit den Videos einfach gelassen. Und jetzt geht es aber wieder los und es ist irgendwie gerade ein mega exciting für mich. Ganz viele von euch haben nach dem OP-Bericht gefragt, weil nach so einer langen Zeit sehr viele wissen möchten, was ist mir eigentlich passiert. Und ich werde das auch noch hochladen und euch alles erzählen, aber ich dachte, zum neuen Jahr fangen wir mit was Seichterem an und nicht direkt mit sowas Dramatischem. Deswegen komme ich mit einem Format um die Ecke, was auch sehr, sehr doll gefragt ist, und zwar Serientipps. Ja, ich habe im gesamten letzten Jahr meine 8 Lieblingsserien zusammengeschrieben und deswegen halte ich jetzt meine Schnauze und wir beginnen mit Serie Nummer 1. Serie Nummer 1, die ich sehr genossen habe, auch wenn es nur eine sehr kurze Freude war, weil ich sie wirklich in einem durchgesuchtet habe, war die Serie Lovesick. In der Serie Lovesick geht es um Dylan. Ja, Dylan geht zum Arzt und findet heraus, dass er Chlamydien hat. Dann beschließt er, was auch angebracht ist, falls ihr mal Chlamydien haben solltet, solltet ihr das tun, denn das kann krasse Langzeitfolgen haben, beschließt er, alle Frauen zu kontaktieren, mit denen er Sex hatte, um ihnen zu raten, sich testen zu lassen. Ja, und jede Folge dieser Serie ist quasi die Geschichte einer Liebesgeschichte oder Sexgeschichte oder whatever. Deswegen sind die Folgen quasi immer so, es gibt immer so Szenen aus der jetzigen Zeit, aber immer wieder so diese rückblendende Geschichte. Und die Personen zum jetzigen Zeitpunkt reden dann auch darüber und bewerten das, wie das damals war. Es ist einfach so eine schöne Geschichte, wirklich. Also das ist die perfekte Serie, um zu sagen, dieses Wochenende will ich mit keinem was zu tun haben. Ich hau mich aufs Sofa und gucke das von vorne bis hinten durch. So habe ich das jedenfalls gemacht und habe es sehr genossen. Deswegen kann ich euch Lovesick wirklich nur ans Herz legen. Die nächste Serie, die mir 2018 wirklich richtig doll Spaß gemacht hat und die einfach so krass spannend ist, ist die amerikanische Thriller-Drama-Serie, so würde ich das nennen, The Sinner. Ja, in der Hauptrolle ist Jessica Biel und Jessica Biel spielt Cora, eine junge Frau und Mutter, die ein ganz normales Leben führt und dann auf einmal am Strand einfach ein Pärchen angreift und einen Mann mit ganz vielen Stichen niedersticht, aus dem Nichts. Ja, sie kommt vor Gericht, es ist klar, sie hat jemanden umgebracht, es gibt ganz viele Zeugen. Das Einzige, was mega merkwürdig ist, ist, dass Cora keine Ahnung hat, wieso sie das getan hat. Und ein bestimmter Detective nimmt sich dann diesem Fall an, weil er das auch merkwürdig findet. Dann wird man quasi durch die Vergangenheit von Cora geführt. Es ist so ein bisschen wie bei Lost. So, man denkt so, was ist da passiert? Und dann kriegt man immer so Häppchen zugeworfen und denkt so, ach so war das, oh mein Gott, das war bestimmt so. Und am Ende kommt alles ganz anders, als man denkt. Und jeder, der auf Spannung steht, der ist da definitiv richtig aufgehoben. Es gibt mittlerweile sogar schon eine zweite Staffel, ich glaube mit einer komplett anderen Besetzung und einer anderen Storyline. Die habe ich aber noch nicht gesehen, die werde ich mir die nächsten Wochen mal reinflöten. Aber Staffel 1 kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ist super geil und kann ich jedem nur ans Herz legen. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsgenre und das sind Teenie-Serien. Ja, wobei ich es nicht ganz in die Kategorie Teenie-Serie einordnen würde, aber dazu sage ich gleich noch was. Und zwar handelt es sich um die überall bekannte Serie Riverdale. Und ich bin ein riesengroßer Riverdale-Fan. Riverdale ist eine, wie gesagt, Teenie-Serie, so fange ich jetzt erstmal an, und handelt halt von dem kleinen Städtchen Riverdale. Und die Story startet quasi damit, dass ein Highschool-Schüler, Jason Blossom, tot aufgefunden wird. Und ja, man weiß nicht so richtig, was passiert ist. Also die Polizei sagt dies, andere vermuten das. Aber das ist wirklich nur der Startpunkt dieser Geschichte, ne? Dieser Tod. Also mit diesem Tod beginnt dann quasi so eine Aufdeckung der dunklen Geheimnisse dieser Stadt. Und diese Serie nimmt eine Entwicklung nach hinten hin. Damit habe ich nicht gerechnet. Am Anfang habe ich angefangen mit dem Denken, dass das einfach eine Teenie-Serie ist. Und teilweise fand ich es sogar ziemlich cringy, weil es so absolut überspielt war. Und nach hinten hin habe ich erstmal gecheckt, dass das Ganze auf einer Comicbuchserie basiert, was ich nicht wusste, den Archie-Comics. Dann geht das später auch in so eine, ich will nicht sagen übernatürliche Richtung, aber es wird schon extrem abgefreakt. Etwas, womit man gar nicht rechnet, wenn man mal am Anfang denkt, das ist eine Teenie-Serie. Also das fängt dann richtig an so mit Bösewichten und es ist so cool. Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, dem Ganzen mal eine Chance zu geben, weil es ist wirklich eine sehr hochwertige Produktion und eine richtig coole und spannende Story mit geilen Charakteren. Kommen wir direkt zur nächsten.
nächsten Teenie-Serie, die stark damit verflochten ist. Und zwar ist es die Serie The Chilling Adventures of Sabrina. Haben bestimmt super viele von euch auch schon gesehen, weil das von Netflix ja tot beworben wurde um Halloween. Viele von euch kennen vielleicht noch die 90er-Serie Sabrina total verhext. Und ich habe am Anfang gedacht, dass das einfach nur eine Neuauflage dieser Serie ist, bis ich dann herausgefunden habe, dass es auch auf einem Comic basiert. Also die 90er-Serie Sabrina total verhext und The Chilling Adventures of Sabrina basiert auf derselben Comicbuchreihe. Ja, aber The Chilling Adventures of Sabrina, also die neue Serie, basiert auf etwas neueren und düsteren Comics. So spooky und witchy, aber wirklich wieder wie bei Riverdale, ist nämlich derselbe Macher. Also Riverdale und die Stadt, wo Sabrina wohnt, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, sind auch Nachbarstädte. Also es hängt alles zusammen, so wie das bei Comics ja ganz häufig ist. Ja, und Sabrina hat ihren 16. Geburtstag und zum 16. Geburtstag soll sie ihre satanische Taufe bekommen. Ja, und sie weigert sich aber und will ihre Seele nicht an den Teufel verkaufen, weil... ja, wie soll ich sagen, sie geht noch zur Schule, sie hat einen Freund und sie hat Freunde und führt eigentlich als halbsterbliche, Halbhexe auch ein völlig normales Leben in der realen Welt und hat eigentlich jetzt gar keinen Bock, das alles aufzugeben. Diese Serie ist einfach so cool gemacht einfach, weil ich finde es ganz toll, wie sie damit gut und böse spielen. Du hast einmal ich finde einfach, es ist so witzig, weil alles ausgetauscht wurde mit Gott und Satan. Also es werden, oh mein Satan, ach du lieber mein Satan. Es werden immer so Sprichwörter eingeflochten, weil bei denen alles andersrum läuft, weil sie halt in der satanischen Kirche sind. Und dieses Spiel mit Gut und Böse ist einfach richtig geil. Ich liebe das. Es ist super spannend, es ist schön anzusehen, ist auch wieder optisch, ästhetisch gesehen ein Meisterwerk. Und deswegen, wer auf Teenie-Filme steht, wer Riverdale geil fand, kann ich The Chilling Adventures of Sabrina wirklich nur empfehlen. Die nächste Serie, die ich euch empfehlen möchte, ist ebenfalls wieder eine Teenie-Serie. Wie soll es anders sein? Und zwar ist es die Serie Elite. Das ist eine spanische Teenie-Serie, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, auch wenn sie so einen anderen Flair hat als das, was ich sonst gucke. Es geht auf jeden Fall um eine der besten Privatschulen Spaniens, wo Kinder von sehr, sehr reichen Menschen zur Schule gehen. Ja, und die Serie beginnt damit, dass drei Stipendiaten aus ärmeren Verhältnissen, aus meiner Sicht aus normalen, durchschnittlichen Verhältnissen, auf die Schule kommen. Und weil irgendwie an ihrer alten Schule irgendwas war, da war ein Erdbeben, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall haben die Stipendien bekommen und können jetzt auf diese neue Schule gehen. Und dann entstehen irgendwie so Spannungen. Und direkt in der ersten Folge wird quasi gezeigt, dass jemand gestorben ist in der Schule und dass bestimmte Schüler verhört werden. Der hauptsächliche Teil dieser Serie besteht aus Rückblenden, in denen gezeigt wird, wie es zu diesem Mord kam, so von Wochen vorher. Und es ist auch wieder wie bei The Sinner oder wie bei Lost, dass du nie weißt, also du bist die ganze Zeit nur am Mutmaßen, was passiert ist. Und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Ich musste mich erst an diese europäische, spanische Art der Produktion gewöhnen. Aber als ich da drin war, habe ich es wirklich genossen, fand es super spannend und ja, würde es wirklich jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Kommen wir zu der Serie, die ich aktuell gucke, weil es eine neue Staffel gibt und ich sie abgrundtief liebe, obwohl sie, glaube ich, wirklich... ist Geschmackssache. Ich liebe sie, also stelle ich sie euch vor. Und zwar handelt es sich um die Serie Der Denver Clan. Ja, es gab in den 80er Jahren schon mal die große, berühmte Serie Der Denver Clan. Ich habe sie leider nicht gesehen, deswegen kann ich euch jetzt keinen Vergleich aufstellen. In Der Denver Clan geht es um den Denver Clan. Und Der Denver Clan ist quasi die reichste Familie, die in Denver, die Stadt in Colorado, lebt. Ja, und wenn man diese Story von ganz oben betrachtet, könnte man sagen, dass diese Serie quasi von zwei Familien handelt, die im Ölbusiness ganz oben sind und quasi so Machtspiele spielen. Aber wenn man die Serie guckt, steht im Vordergrund Intrigen, Affären, Streitereien, so wie das immer ist bei Serien über ganz reiche Menschen, die halt den ganzen Tag nichts zu tun haben. Die haben halt nichts zu tun in dieser Serie. Die sind nur am Streiten und nur am Betrügen. Es ist total überschauspielert. Also ich habe das Gefühl, jede Figur ist eine Blair Waldorf in dieser Serie. Es ist wirklich total überspitzt, total überzogen. Die Leute werfen da nur so mit Geld um sich. Also da geht es wirklich um Millionen und Milliarden Ausgaben gefühlt jede Folge. Aber ich habe ganz viel Spaß damit. Ich liebe das. Ich liebe es auch ich liebe ja reichen Leuten zuzugucken.
ich finde es schön, so zu sehen, was die machen. Kommen wir zu einer Serie, bei der ich sehr, sehr lang gehadert habe, weil ich so wütend war, während ich das geguckt habe. Aber nichtsdestotrotz hat sie mich süchtig gemacht und ich habe sie von Anfang bis Ende durchgeguckt. Sie hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Und zwar handelt es sich um die US-amerikanische Comedy-Serie Friends from College. Ja, da spielt auch hier Robin von How I Met Your Mother mit. Ist auch so in diesem Stil gefilmt, irgendwie so dieses typisch amerikanische Comedy-Serien-Ding. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut und unterhaltsam produziert. Also da waren wirklich Leute dran, die einfach wissen, wie man leichte Unterhaltung macht. Bei Friends from College geht es um einen Freundeskreis. Ja, die ganzen Leute da, das sind irgendwie 6, 7 Leute oder so, die haben zusammen in Harvard studiert und sind jetzt 15, 20 Jahre später immer noch miteinander befreundet und wohnen alle zusammen in New York, bis auf ein Ehepaar, was außerhalb wohnt. Also innerhalb dieses Freundeskreises haben sich Affären und Ehen und was weiß ich nicht mittlerweile schon alles gebildet. Ja, so weiß zum Beispiel die Anwältin und treue Ehefrau Lisa nichts davon, dass ihr Mann Ethan seit 20 Jahren eine Affäre mit Sam hat. Also einer anderen Frau aus dem Freundeskreis, die in New York lebt. Dann ist es aber so, dass Lisa und Ethan zurück nach New York ziehen und quasi alle wieder gemeinsam in einer Stadt sind. Und dann wird es sehr kompliziert und es passieren Dinge. Und Ethan und Lisa wollen ein Kind bekommen durch künstliche Befruchtung. Und oh, das sind einfach Szenen. Wenn ihr das guckt und ihr seid irgendwann an dem Punkt, wo Ethan in dieser Samenspender-Kabine ist, das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Das spricht gegen all meine moralischen Vorstellungen, was da passiert. Und die Vorstellung, dass ich diese Frau bin, ist so furchtbar. Aber egal, es hat mich trotzdem gut unterhalten. Es war eine Serie, die ich mir übers Wochenende mal reingezogen habe, als ich krank war. Und deswegen wollte ich sie euch ans Herz legen, weil es doch schon ganz schön. So, kommen wir nun zu einer Serie, die ich gerade vor kurzem geguckt habe. Und mein Vater würde mich wahrscheinlich dafür verprügeln, dass ich sie in meine Top-Serienliste aufnehme, weil er sie super langweilig fand. Und zwar ist die Serie, von der ich spreche, die Serie You. Du wirst mich lieben. Ja, und in der Hauptrolle sind sehr viele bekannte Schauspieler, die Leute aus unserer Generation kennen. Also da ist Dan von Gossip Girl oder Shay Mitchell von Pretty Little Liars. Also es ist wirklich eine bekannte Besetzung. Und You, du wirst mich lieben, handelt von Joe Goldberg, einem sehr charmanten, gut aussehenden, netten und hilfsbereiten Buchhändler. Ja, und eines Tages tritt Genevieve, ein nettes, naives Mädchen, seinen Buchladen und kauft ein Buch. Ja, und dann findet eine kleine Flirterei statt und sie verlässt den Laden. Und Joe ist total fasziniert von Genevieve und beginnt sie im Internet über Social Media zu stalken. Ja, und umso mehr er sich mit ihren Internetprofilen beschäftigt, desto besessener wird er und fängt quasi an, richtig, also 100% stalkermäßig, sich so ein Bild von ihr zu schaffen, beobachtet sie und versucht einen Weg in ihr Leben zu finden. Ich fand die Serie großartig. Also wie gesagt, ich glaube, dass mein Vater und Kevin fand sie auch nur so mittel, das vielleicht nicht ganz so spannend fanden, weil die Serie teilweise so ein bisschen Längen hat. Also es passiert manchmal auch nicht viel. Du siehst nur, wie er sie stalkt und er spricht halt die ganze Zeit seine Gedanken aus. Und ich glaube, das war das, was bei uns in der Familie einigen nicht so gut gefallen hat. Ich fand es grandios. Es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Serie zu gucken. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass in mir so ein kleiner Stalker wohnt. Dieses Dinge über jemanden herausfinden, für den man sich ganz doll interessiert, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und deswegen fand ich das einfach unfassbar faszinierend, Joe Goldberg dabei zuzuschauen. Ich fand es irgendwie genial. Ich muss auch sagen, dass ich sehr viel auf der Seite, also bis zum Schluss, trotz Morden, irgendwie auf seiner Seite war. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich finde es super faszinierend, ihm da einfach bei zuzuschauen, wie er immer mehr herausfindet und so einen Weg in das Leben eines Menschen findet, in den er sich verliebt und ihn dazu bringen möchte, dass sie sich auch in ihn verliebt. Also ich fand das geil. Basiert übrigens auf einem Bestseller, ne? Also wer sagt, das Buch ist immer besser als der Film, kann auch mal das Buch abchecken. Ja, Leute, das waren meine Lieblingsserien 2018. Schreibt mir eure Serienfavoriten unten in die Kommentare, wie immer. Dann checke ich das ab und gucke die. Hier verlinke ich nochmal meine Playlist mit all meinen Serienfavoriten-Videos, die es jemals gab. Ever. Und vielleicht ist da was für euch dabei. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns bald wieder. Und das in... rein. Macht's gut.